Willkommen zum neuen Unboxing-Video. Diesmal möchte ich Universal-Schälmesser vorstellen. Die schauen so aus. Ich zeige das mal groß in die Kamera. So, schauen wir mal, was da beschrieben wird. Universal-Schälmesser-Set mit antihaftbeschichteten Klingen aus Chrom, Molybden, Vanadiumstahl. Klingenlänge einmal 13,5 cm und einmal 8,5 cm. Ergonomische antibakterielle Kunststoffgriffe mit Kunststoffklingenschutz. Ja, mehr steht da nicht drauf. Und jetzt werden wir mal in die Verpackung hineinschauen. So, wie das Ganze aussieht. So, sonst ist nichts weiter drin. So, schaut ziemlich gut aus. Die Klinge ist ziemlich hochwertig, ist auch gut ausbalanciert. Und man hat so einen Klingenschutz dabei. Und dann sieht das so aus. Ich werde mal die zweite auspacken. Die ist etwas kleiner. Es schaut aus, als ob es Keramik wäre, ist es aber nicht. Es ist, was war das? Chrom, Molybden, Vanadiumstahl. Ja, wer kennt das nicht? Man möchte irgendetwas schälen oder schneiden, greift in die Schublade mit den Messern und nimmt genau das stumpfeste Messer heraus. Und genau so ist es mir ergangen und dann hat es mir gereicht und wir haben uns einfach mal wieder neue Messer gekauft, die auch wirklich ja, mit einer Zitrone fertig werden, zumindest mit einer Zitrone. Warten wir mal ab, wie lange die Klingen scharf bleiben. Ich wollte eigentlich zuerst Keramikmesser kaufen, denn wir haben auch Keramikmesser schon zu Hause, aber dann habe ich diese gesehen, die waren recht günstig und ja, machen einen ziemlich hochwertigen Eindruck mit Klingenschutz. Also da kann man auch nicht in die Klinge hineingreifen, einfach Klingenschutz aufziehen, das Ganze in die Schublade schmeißen und dann kann man auch blind hineingreifen, da kann gar nichts passieren. Und ja, wenn man dann schneiden möchte, dann nimmt man einfach die Messer aus dem Klingenschutz heraus und ja, hat wirklich endlich wieder mal scharfe Messer bei der Hand. Ja, und dabei haben die Messer gar nicht viel gekostet, um die 10 Euro herum im Set. Also so ein Doppelpack um die 10 Euro, glaube ich, hat es gekostet. Und ja, wieder endlich scharfe Messer zu Hause. Also die Messer sind von Crofton, Schweizer Technologie, Illaflon Resistant SP300. Also ich nehme mal an, dass das die antibakterielle Kunststoffgriffe damit beschrieben sind. Also da können Bakterien nicht wirklich an der Klinge überleben. Also beim Reinigen der Messer werden auch ebenso die Bakterien abgewaschen. Also da kann nichts bicken bleiben oder irgend sowas, also was die Gesundheit gefährden könnte. So, das war's von diesem kurzen Unboxing-Video mit den Universal-Schälmessern. Und ja, vielleicht wird es auch bei dir wieder mal Zeit für neue und scharfe Messer in der Küche und da lohnt sich der Kauf auf jeden Fall.